Hi Leute, ich bin's Marc von John Comic Books. Diese Woche habe ich drei Bände gelesen, die ich euch vorstellen werde. Das ist einmal Incognito The Classified Edition, dann habe ich Ombre Band Nummer 3 als Gesamtausgabe und die neuen Captain America Band Nummer 1. Das Ganze stelle ich euch wie immer direkt nach dem Intro vor. Als erstes stelle ich euch Incognito The Classified Edition vor, die ist beim Icon Verlag auf Englisch erschienen in einem Hardcover Deluxe Format. Das Ganze hat 368 Seiten, kostete ursprünglich $44,95, ist mittlerweile verlagsvergriffen, nicht mehr ganz so günstig zu haben, ist auch schwer zu bekommen. Ihr bekommt aber die deutschen Bände dazu, die bei Panini veröffentlicht wurden, in Form von zwei Paperbacks, auf dem Gebrauchtmarkt noch relativ günstig. Geschrieben ist das Ganze von Ed Brubaker, gezeichnet von Sean Phillips, ein super Duo, die in der Vergangenheit auch schon Stories wie Criminal oder The Sleeper geschrieben haben und ja, ich bin ein Riesenfan von deren Arbeiten. Und in diesem Band geht es um Zack Overkill. Zack Overkill ist ein ehemaliger Superschurke, der ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wurde, nachdem sein Tod, vermeintlicher Tod, vorgetäuscht wurde und er gegen seinen damaligen Boss ausgesagt hat, der jetzt im Hochsicherheitstrakt steckt. Und seit einigen Jahren fristet Zack Overkill deshalb ein Leben als Normalo. Er wird seiner Kräfte mit chemischer Kastration beraubt und nimmt also Medikamente ein, die seine Superkräfte unterdrücken. Das wird auch regelmäßig geprüft und getestet. Und Zack arbeitet halt in einem Büro und schiebt dort Akten und Ordner von A nach B und fristet so sein Leben daher. Bis er irgendwann bestimmte Drogen nimmt und durch diese Drogen dieser Blockmechanismus der Medikamente plötzlich eingestellt wird und er seine Superkräfte wieder erlangt und auch anfängt, die heimlich einzusetzen. Das heißt, er zieht sich eine Maske auf und schleicht sich nachts raus, um als Vigilant quasi gegen irgendwelche kleinen Verbrecher vorzugehen oder auch Frauen, die überfallen werden, zu beschützen. Nicht immer ganz uneigennützig, wird der ein oder andere noch in dem Band sehen. Und ja, merkt, dass es ihm Spaß macht, dass ihm das gefehlt hat und er sich endlich wieder lebendig fühlt, wenn er seine Kräfte einsetzt. Und ja, so wird im Endeffekt seine Vergangenheit beleuchtet, was vorgefallen ist, dass er an diesen Punkt gekommen ist. Dann werden natürlich aktuell die Behörden darauf aufmerksam und stellen halt fest, dass er die irgendwie bescheißt und trotzdem seine Kräfte einsetzt, machen ihm also ein bisschen Druck. Und dann bekommt es natürlich auch die alte Organisation mit. Ja, also der verknackte Superverbrecher, der kriegt mit, dass Zack gar nicht tot ist, sondern noch lebt. Und er schickt ihm halt einige Superschurken auf den Hals, die dem ein Ende bereiten sollen. Und das ist so die erste Geschichte in dem ersten Band. Das besteht halt aus zwei großen Bänden. Und in der zweiten Story arbeitet Zack dann tatsächlich für die Behörden und soll dann undercover sich wieder in seine alte Superschurkenorganisation irgendwie reinschleichen und dort einen Maulwurf, von dem die Organisation lange nichts gehört hat, irgendwie da rausholen. Das gestaltet sich allerdings als viel, viel schwieriger als ursprünglich angenommen. Was hier halt wirklich gut ist, ist die Erzählweise, auch das Zwischenmenschliche, auch dass sein Kumpel auf der Arbeit halt bemerkt, dass Zack zum Beispiel Superkräfte hat und versucht, das für seinen eigenen Zweck und für seinen eigenen Vorteil irgendwie zu gebrauchen und erpresst dann Zack halt auch und sowas. Das sind alles so Sachen, die ganz nebenbei noch thematisiert sind und hier Thema des Bandes sind und das macht das Ganze so realistisch, so glaubwürdig, auch düster. Es ist schon fast ein Noir-Band und wirklich großartige Story, ein großartiges Universum, was auch geschichtlich nachgeholt erzählt wird. Da passt wirklich alles zusammen. Also ein ganz, ganz starker Band, der mir wirklich richtig gut gefallen hat. Bevor ich dafür aber Punkte vergib, würde ich sagen, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, das Artwork von Sean Phillips und Kolorist Val Staples passt hier, wie ich finde, wunderbar zusammen. Wir haben ein richtig schönes, erwachsenes Artwork, was sich auch definitiv an ein erwachsenes Publikum richtet. Wir haben eine düstere, ja, ich möchte fast schon sagen, so eine leichte Noir-Story mit viel freizügigen Szenen, aber auch, wie ihr hier sehen könnt, brutalen Szenen, wo am Gehirn rumoperiert wird. Und ja, das ist definitiv was sich an ein erwachsenes Publikum richtet, um die komplette Story und die Tragweite der Geschichte und der Persönlichkeit zu verstehen, ist es einfach notwendig, da ein bisschen älter zu sein. Artwork habt ihr jetzt gesehen, absoluter Klopper, das passt so gut zusammen, das ist wie aus einer Hand gemacht, also das Team ist so eingespielt, da passt wirklich alles zusammen. Ganz, ganz starke Story, die der Figur enorm viel Tiefe verleiht und auch komplett nachvollziehbar ist. Und wer die beiden Künstler kennt, weiß auch, dass so ein Band am Ende nicht immer gut ausgeht. Nein, im Gegenteil. Da kann auch schon mal ein richtig krasses Ende kommen. Und so haben wir das auch hier. Das hat mir richtig gut gefallen. Der Band bekommt von mir 9 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich die Ombre Gesamtausgabe Nummer 3 gelesen. Die ist beim Alphalag erschienen, hat 208 Seiten, kostet 39,80 €. Ist in einem, ja,
Hardcover Überformat, möchte ich schon fast sagen, etwas größer als Albumgröße. Ist geschrieben von Antonio Segura und von Rochel Ortiz gezeichnet. Und die Zeichnungen sind wirklich extrem stark. Also die in dem großen Format zu betrachten, macht unheimlich viel Spaß. Zeige ich euch gleich natürlich noch im extra Artwork-Video. Storymäßig bekommen wir hier einige Kurzgeschichten geboten, die den titelgebenden Helden Ombre zeigen, der in einem postapokalyptischen Szenario auf der Erde lebt und als Schmuggler zwischen den Leuten auf dem Land und der Stadt hin und her reist und immer wieder zwischendurch Aufträge übernimmt. Und die ersten zwei Bände hatten mir auch schon gefallen, haben auch gezeigt, was für ein Mistkerl dieser Ombre eigentlich ist. Und hier muss ich sagen, haben wir so ein bisschen eine charakterliche Veränderung durchgemacht. In der ersten Kurzgeschichte versucht er, eine ehemalige Geliebte aus der Stadt rauszuholen. Er hört halt, dass sie in der Stadt sein soll, geht dorthin, spricht mit einer Prostituierten, die erzählt ihm halt, dass die mittlerweile nicht mehr in der Stadt ist, sondern wieder auf dem Land ist und dort wohl arbeitet. Und gemeinsam machen die sich auf die Suche und wollen die ehemalige Angebetete von ihm finden. Auf dem Weg dahin erzählt die Prostituierte allerdings Ombre auch, dass er mal überlegen soll, ob das, was er da tut, das Richtige ist, ob er ihr überhaupt gut tun würde, weil er extrem gewalttätig ist. Sobald es irgendwie ans Eingemachte geht, scheut er sich nicht davor, die Leute umzubringen, und zwar zu seinem eigenen Vorteil. Und ja, am Ende ist es so, dass er die gefunden hat und dann tatsächlich sein eigenes Glück zurückstellt und sich von ihr fernhält, einfach weil er selber erkennt, dass er ihr nicht gut tun würde, weil er ist, wie er ist. Und das ist so das erste Mal, dass Ombre als Charakter sein eigenes Glück quasi hinten rangestellt hat, seinen eigenen Vorteil. Und das hat mir jetzt an der Figur mal ehrlich gesagt gut gefallen. Gibt aber dann auch genug Geschichten, wo er auch zeigen kann, was für Mistkerl der Typ ist. Also es ist ein Macho, wie er im Buche steht, der überhaupt keine moralischen Bedenken hat, jemanden um die Ecke zu bringen, wenn der nur denkt, dass der dem was Falsches antun würde oder so. Er freundet sich mit einer Familie an, also ein Mann, Frau und das kleine Kind dabei, lebt eine Zeit lang mit denen zusammen und dann kommt halt eine Gruppe von Leuten an, die nach Essen fragen. Und Ombre zuckt sein Gewehr, ballert einen ab und die Familie ist total entsetzt und sagt, wieso hast du den umgebracht? Die wollten doch nur nach Essen fragen. Und dann schnappt er sich einen von den anderen, foltert den so ein bisschen, indem er den unter Wasser drückt und versucht halt die rauszukriegen, was die vorhatten. Und der kommt dann auch mit der Sprache raus und sagt, okay, wir haben eigentlich vor, das kleine Kind als Geisel zu nehmen, wollten euch dann das Essen klauen und euch um die Ecke bringen. Und die Familie ist trotzdem so entsetzt, obwohl sie wussten, was die anderen vorhatten von Ombre, dass die dann sofort den Kontakt mit dem abbrechen lassen und Reis ausnehmen. Und das zeigt einfach, dass nicht jeder mit Ombre seiner Einstellung klarkommt. Es gibt halt auch in diesem postapokalyptischen Szenario immer noch Leute, die an das Gute glauben, die nicht gewalttätig sein wollen. Sind meistens auch die, die hier als Opfer letzten Endes irgendwie um die Ecke gebracht werden. Und Ombre passiert das halt nicht. Das ist halt einfach so ein Charakterding. Und hat mir gut gefallen. Es sind schöne Kurzgeschichten, die in einem echt düsteren Setting spielen. Die Leute ernähren sich halt von Ratten. Frauen werden teilweise wie Vieh behandelt. In den vorherigen Bänden war auch Kannibalismus ein Thema. Ist nicht so eine ganz leichte Kost, also schon eine etwas härtere Gangart, die hier eingelegt wird. Hat mir aber gut gefallen und mich gut unterhalten. Bevor ich aber eine Wertung für den Band abgebe, würde ich sagen, zeige ich euch mal das geniale Artwork. Ja, das Artwork von José Ortiz ist wirklich grandios. Der packt wirklich so viele Details und Striche auf diese Seiten drauf, dass das auch nur in diesem großen Format überhaupt vernünftig abgedruckt werden kann. Also alles, was kleiner ist, da gehen, glaube ich, wirklich viele Details verloren. Und es lohnt sich wirklich, diese drei Gesamtausgaben in einem großen Format beim Allverlag zu kaufen, weil das passt optisch richtig gut zusammen und ist für mich wirklich überragend gezeichnet. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, ein absoluter Top-Künstler. Also der hat wirklich schöne detaillierte Striche drauf, egal ob das jetzt schwarz-weiß oder Farbzeichnungen sind. Gerade in dem großen Format macht das richtig Spaß, das Setting zu betrachten, in eine Geschichte einzutauchen. Man wird da voll reingezogen und das passt richtig gut. Also viel kleiner würde ich das von der Aufmachung auch gar nicht wählen, weil es würden einfach viel zu viele Details vom Artwork verloren gehen. Also wirklich ein gelungenes Format für den Künstler, für die Geschichte. Der Band und die Reihe bekommt von mir aktuell 8 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich Captain America Band Nummer 1 gelesen, trägt den Titel Der Anschlag. Der Band ist beim Panini Verlag als Softcover Paperback erschienen mit 156 Seiten für 20 Euro. Ist geschrieben von J. Michael Straczynski, von Jesus Side und Lan Medina gezeichnet.
Und ich war gespannt auf den Band. Ich hatte zuletzt Captain America die Brubaker-Bände als Omnibus gelesen. Haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also selten sowas Gutes gelesen. Und bin gespannt, ob die Reihe auch entsprechend da dran kommt. Und ja, ich habe den Band jetzt durch und werde euch davon berichten. In diesem Band ist es so, dass Captain America es mit einer Art Dämon zu tun bekommt. Dieser Dämon ergreift von jemandem Besitz, der Endtechnologie einsetzt und die mit Magie und Dämonenwissen verbindet. Und diese Kräfte werden auf einen Serienmörder übertragen, der jetzt hier in diesem Band der aktuelle Feind von Captain America wird. Und der setzt Captain America ordentlich zu. Der muss einstecken, landet am Ende sogar im Krankenhaus, weil er einfach dieser Dämonenkraft nicht beikommen kann mit seinem körperlichen Kraft. Und gleichzeitig haben wir immer wieder Elemente, wo das aktuelle Geschehen in die Vergangenheit abdriftet und dann aus Captain Americas oder Steve Rogers Vergangenheit als junger Mann erzählt wird oder als Kind. Der hatte damals natürlich körperliche Gebrechen, hat gerade seine Mutter verloren und musste irgendwie in der Welt zurechtkommen, sich Geld erarbeiten, um in einem Vorratsraum zu wohnen. Das ist aber auch ein schöner Ansatzpunkt, weil dieses Haus, wo er damals gewohnt hat, ist auch das, was er jetzt quasi wo er jetzt Eigentümer von wird, selber Hand anlegt, um das zu renovieren. Und deshalb gibt es halt immer diese Flashbacks in die Vergangenheit. Das passt vom Szenario wirklich richtig gut. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass in Amerika damals auch Nazis waren, die dort Reden gehalten hatten, Auftritte hatten und versucht haben, die Bevölkerung für sich zu gewinnen, wo Captain America oder der junge Steve Rogers sich schon damals erhoben hat, dagegen gestellt hat und sich Luft gemacht hat und auch dagegen angegangen ist. Aber auch regelmäßig deshalb körperlich vermöbelt wurde, angegriffen wurde, aber der hat trotzdem nicht nachgegeben, ist jeden Tag wieder dahin und hat seine Stimme erhoben und dagegen gesprochen. Ist ihm hoch anzurechnen, zeigt auch aus, was für ein Holz der Typ gestrickt ist oder geschnitzt ist. Und das hat mir echt gut gefallen. Also gerade die Geschichte in der Vergangenheit, da hat es nachher auch mit einer Geschichte zu tun, wo ein Anschlag verübt werden soll, den der junge Steve Rogers dann sogar verhindert. Und ja, und in der aktuellen Zeit ist es halt so, dass dieser Serienmörder, der halt diese Kräfte hat, auch versucht, einen Anschlag in Amerika zu verüben, was Steve Rogers allerdings nicht alleine durch körperliche Kraft verhindern kann. Deshalb bekommt er Unterstützung von Dr. Strange in Form einer Puppe. Ihr habt richtig gehört, einer Puppe. Ist auch für Captain America ziemlich strange, mit dieser Puppe zu reden. Das ist aber ziemlich lustig rübergebracht, hat mir ganz gut gefallen. Storymäßig fand ich die Geschichte in der Vergangenheit wirklich am stärksten. Die aktuelle war okay, hat mir gut gefallen, hat mich aber auch jetzt nicht vom Hocker gerissen oder umgehauen. Das war erzählerisch okay. Diese Elemente, dieser Wechsel zwischen der aktuellen Zeit und der Vergangenheit vonstatten ging, fand ich sehr, sehr stark. Und Zeichnungen würde ich sagen, schauen wir jetzt mal zusammen rein. Ja, der erste Captain America Band besteht aus insgesamt 6 US-Heften. Die ersten 3 US-Hefte sind von Jesus Size gezeichnet und von Matt Hollingsworth koloriert. Danach haben wir als Künstler Laden Bediener und Kolorist Espen Grundertjan. Was mir vom Artwork her hier gerade bei den Zeichnungen von Jesus Says relativ gut gefallen hat, die sind ziemlich glatt, haben auch so leichte fotorealistische Züge, nicht zu stark. Mir fehlen da immer so ein klein bisschen Details drauf, aber das ist eine wirklich reine Geschmackssache. Die Action-Sequenzen, auch die ruhigen Sequenzen, finde ich, sind wunderbar gezeichnet. Was mir wirklich grandios gefällt, sind die Übergänge, wenn wir Szenarien haben, wo zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Zeit hin und her geswitcht wird und die Panels so ineinander übergehen auf der Seite. Das ist wirklich richtig gut gelöst und hat mir hier sehr gut als Stilmittel gefallen. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, wie gesagt, 2 verschiedene Künstler an einem Band zu arbeiten zu lassen, die doch einen unterschiedlichen Stil haben, hat mir jetzt nicht ganz so gefallen, weil auch die Koloration nicht einheitlich ist. Das merkt man also, dass da ein künstlerischer Bruch ist, ist aber reine Geschmackssache. Die Story in der Vergangenheit fand ich wirklich sehr stark, die aktuelle war okay. Da ist noch viel Luft nach oben. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern diese aktuelle Geschichte oder was das mit einer laufenden Reihe zu tun hat oder was da noch passieren wird. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Ich bleibe dran, gebe der Reihe noch eine Chance. Der Band bekommt von mir aktuell 7 von 10 möglichen Punkten. Das war's auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn das Video von mir an den Start geht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ein schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao.